Schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Es ist der 6. Sonntag nach dem Osterfest, der Sonntag eigentlich zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest. Sieht ein wenig aus wie Lehre mit 2 E. Jesus Christus ist nicht mehr so da, wie er als Auferstandener da war. Was geschieht? Wie geht's weiter? Er hat Hinweise gegeben. Und gerade die werden an diesem Sonntag behandelt. So sagt er zum Beispiel im Johannesevangelium im 12. Kapitel, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Verstanden haben seine Jünger das zu der Zeit nicht und die anderen Menschen auch nicht. Und wir auch nicht immer. Aber vielleicht kann Gott uns ja helfen, mehr zu verstehen. Deswegen wollen wir erst einmal beten. Vater, wir bitten um deine Gegenwart. Wir bitten darum, dass du in Jesus Christus bei uns bist. Dass du in deinem Heiligen Geist bei uns bist. Christi Geist, der uns erfüllen soll. Hilf du uns, dass wir das erfahren und erleben können. Was wir nicht machen können, du kannst es, alle unsere Wege öffnen, zueinander und zu dir. Amen. Geschwister im Herrn, dieser Sonntag hat tatsächlich eine Bedeutung, von der ich eigentlich glaube, dass sie sehr viel mit unserer aktuellen Situation zu tun hat. Sie wissen alle, was Lebenshunger bedeutet. Es gibt eine Diskussion gerade zur Zeit, wo viele Institutionen nicht offen sein können, weswegen wir auch Online-Gottesdienste machen und damit eine neue Idee entwickelt haben, die immer besser ankommt.
Zugleich aber persönliche Begegnungen sind nicht möglich, kaum möglich, immer weniger möglich. Es schreit nach Nähe in uns und wir erfahren sie irgendwie nicht. Wir dürfen sie nur in Anteilen erfahren. Wir sind dankbar für jeden Augenblick, wo Nähe möglich ist. Und zugleich merken wir, für uns alle ist es immer noch besser, Abstand zu halten, uns Nähe eher vorzustellen, als sie erleben zu können. Ich rede jetzt von einem Fest. Der Predigttext dieses Tages, der steht auch im Johannesevangelium im 7. Kapitel, spricht nämlich von einem Fest noch zu Lebzeiten Jesu. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Ja, genau. Das ist diese Lehre zwischen den beiden Tagen. Lehre, wie gesagt, nicht mit H, sondern mit Doppel-E. Wie sieht Gott aus? Wer ist er? Wie kommt er uns nahe? Er ist da. Nicht nur hier in der Kirche, auch draußen bei ihm. Überall, wo Menschen zueinander kommen. Vorgestern konnte ich zum ersten Mal mein Enkelkind in den Arm nehmen. Da war irgendetwas von Heiligen Geist für mich zu spüren. Obwohl der Kleine noch nicht mal ganz einen Monat alt, wirklich noch nicht weiß, was und wie Gott ist. Aber er freut sich an seinem Leben. Er ist dankbar für das, was Gott ihm an die Seite gestellt hat. Seine Eltern, all die Liebe, die er jetzt erfahren kann. Solche Momente haben sie sicherlich auch in ihrem Leben mehr als einmal erleben dürfen und sie spürten plötzlich, wie nahe Gott sein kann. Und dann das andere. Menschen, die nicht mehr zueinander finden können. Menschen, die getrennt sind. Menschen, die sich nicht einen können, teilweise auch wegen Glaubensfragen. Viele Religionen im Namen des Gott Israels, viele Konfessionen innerhalb der Parteien, der Religion, auch vielleicht noch Streitigkeiten. Kanzlerkampf, Spaltungen innerhalb der Parteien. Jeder meint's richtig, jeder meint's gut. Aber wo ist denn die Wahrheit? Manchmal freut man sich an den Diskussionen, aber manchmal merkt man eben auch, wie wenig wir Menschen eigentlich wissen. Vor ein paar Tagen haben Schauspieler etwas ins Netz gestellt. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich habe verstanden, wonach sie suchen. Sie wollen eben auch nicht gegängelt werden, wie wir auch. Und wir wollen gleichzeitig Verantwortung für die ausüben, die sich nicht wehren können. Die reine Wahrheit gibt es nicht. Es ist immer wieder ein schmaler Grat. Aber eines weiß ich ganz genau, liebe Schwestern und Brüder. Wenn wir auf Jesus Christus sehen und dann von seiner Herrlichkeit sprechen, dann ist es lange Zeit und in erster Linie nicht die, die wir über dem Altarbild sehen, sondern die, die völlig gegenteilig kommt, die am Kreuz. Jesus Christus, der sich hingibt, der um die Wahrheit kämpft, indem er sie eben nicht verteidigt wie wir, sondern sich uns aussetzt. Ich persönlich liebe ruhmreiche Kirchen nicht.
Ich freue mich zwar, wenn ich drin bin, aber die Pracht drückt nicht aus, wie Christus zu uns kommt. Wie er zu uns kommt, das sehe ich eher an den Menschen, die jetzt Not leiden. Eben an Kindern weltweit. An unausgefochtenen Streitigkeiten, wo man den anderen aber stehen lässt und ihn in seiner Würde respektiert. Der Heilige Geist ist dort, wo Menschen Nähe zulassen und Distanz ertragen können. Der Heilige Geist ist Christi Geist. Ich bin sicher, der Heilige Geist hat die Menschen nicht beauftragt, gewaltsam zu irgendeiner Religiosität zu führen. Er wollte aus uns Menschen machen, die miteinander leben können und miteinander klarkommen, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit ertragen können, aber die eines weitergeben können, die Liebe, die Christus gegeben hat. Der Gekreuzigte ist derselbe, der als Heiliger Geist zu uns kommt. Sanft wie ein Wind, sanft wie ein Hauch. Nicht kräftig wie ein Gewitter oder Sturm. Wo das stattfindet, ist es weit übers Ziel hinausgeschossen. Gott ist Friede, Gott ist Liebe. Jesus Christus ist der Heilige Geist, den er uns schenkt. Und wenn Sie sich manchmal angesichts kirchlicher Realität, egal welcher Konfession auch immer, fragen, ja, wo ist denn diese friedliche Kirche, dieser friedliche Geist? Gerade dazwischen, immer da, nie offensichtlich, aber präsent. Dort, wo Sie Liebe erfahren, da ist der Heilige Geist. Dort, wo Ihnen Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche begegnen, die Ihnen nahe sein können, ohne gewaltsam zu sein, wirkt Gottes Geist mit. In der Umarmung Ihrer Kinder und in der Umarmung, die Sie Ihren Kindern geben, da ist Gottes Heiliger Geist. Wenn Sie einen Menschen begleiten, der gehen muss, dort ist Gottes Heiliger Geist. Liebe endet nicht am Grab. Gottes Heiliger Geist führt darüber hinaus. Pfingsten ist das Ostern für alle. Möge es ihr Fest in den nächsten Tagen werden. Amen. Lasst uns beten. Vater, hilf du uns auf. Manchmal sind wir so weit weg von dir, ohne es zu sein. Wir fragen nach dir, wir rufen nach dir. Dabei bist du da. Lass uns das spüren. Lass uns deine Liebe spüren. Lass uns deine Hilfe spüren. So beten wir zu dir, wie dein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So seid gesegnet und behütet von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist, heute, morgen und alle Tage. Amen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, wenn Sie sich öfter und immer wieder in die Gottesdienste der Christuskirchengemeinde in dieser Zeit einschalten, freuen wir uns sehr. Sie dürfen das liken, Sie dürfen das abonnieren. Wir sind gerne für Sie da. Sie dürfen uns auch sprechen. Auf Wiedersehen. Wir möchten Sie einladen, weiterzumachen.
auf unserer Internetseite www.christuskirchengemein.de finden Sie aktuelle Angebote, Zoom-Gottesdienste, Bibelabende und vieles mehr. Außerdem möchten wir Sie ganz herzlich einladen, zu geben. Wir können gerade keinen Gottesdienst vor Ort abhalten und von daher sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Wir möchten Sie einladen, für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde zu geben. Wir sind in den Startlöchern und sobald wir wieder dürfen, wollen wir gerne Kindern und Jugendlichen wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm bieten. Dafür benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wen kannst du nicht?